Es geht weiter mit Spider-Man 2. Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zum Let's Play. Ich bin wieder in der Nähe von der Forschungseinrichtung. Denn ich will mal jetzt gucken, wie die Forschungsmissionen, die man hier in der ganzen Stadt so findet, wie die so ablaufen. Und da mache ich heute die erste von. Ein Verbrechen mit gerade Brandeisenangriff. Ja, das sind wieder diese Brandtypen. Kümmere ich mich später drum. Danach warten ja auch noch hier die Craven-Leute mal, dass wir da mit der Hauptgeschichte weitermachen. Aber schauen wir mal. Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid in der heutigen Episode. Und danke für den Daumen nach oben gestern, wo wir die Sandman-Quest fertig gemacht haben. Ja, und jetzt schwingen wir hier wieder durch. Denn New York ist so schön hier in der Stadt, in dem Spiel. Hier ist alles möglich. Wir können überall hin. Eine tolle Stadt. Es ist New York. New York. Concrete jungle where dreams are made of. There's nothing you can't do. Now you're in New York. Hier sind wir da. Hui, oh, Vorsicht. Hoffentlich macht es Dr. Foster nichts, wenn Spider-Man Peter hilft. Das ist so ein geiler 3D-Projektionstisch. Für die Bienen? Dr. Foster war die mit den Bienen, oder? Nee, das war Dr. Young. Mr. Parker, gut, dass Sie dabei sind. Ihre Freunde bei Feast sind jetzt unsere Partner. Zur Ernährung der Gemeinde wollen wir unsere Gärten optimieren. Bitte nehmen Sie dafür ein paar Proben der lokalen Fauna und nutzen Sie den Gensplicer. Ganz natürlich. Einfach. Proben nehmen, ein paar Gene spleißen und die Leute ernähren. Mhm. Geht durch Super. Das kann ich verbessern. Wegen Superpflanzen. Suchen wir nach den besten Proben. Okay, ich hoffe, bei diesen Forschungsmissionen geht es nicht nur darum, diese Minispiele dann zu machen, weil das ist nicht so spannend. Okay, wir können. Ich scanne mal diese Ranken. Ja, ich scanne. Die gehen hier so lang und dann gehen sie da unten. Vorsicht! Zu weit. Kann ich ihn mitnehmen? Ja. Das ist eigentlich Unkraut, aber die Widerstandsfähigkeit könnte helfen. Genau, weil Unkraut wächst überall, ne? Wenn man das mit anderen Pflanzen verbindet, mit Essenspflanzen zum Beispiel, dass die dann auch... Also Unkraut wegzukriegen ist ja echt schwierig. Und das in Kombination mit wichtigen Pflanzen. Die hier sind effizienter mit Wasser. Die kann ich nehmen. Effizienter mit Wasser. Okay, was haben wir dann hier noch? Also es geht wirklich darum, Superpflanzen zu erschaffen. Die hier ist äußerst produktiv. Jede Menge Früchte. Perfekt. So, ich habe großartige Proben. Zeit, ja? Sie zusammenzubringen. Okay. Also welche, die gut sind, wenn sie Wasser bekommen, dann durch Unkraut überall wachsen können und nicht so schnell eingehen. Die hier müssen zurück zum Gensplicer. Und ultra produktiv sind und viel Früchte machen. Also... Unglaublich, ja. Dass die EMS die GVOs zur Open Source macht. Mhm. Profit sollte bei menschlichen Grundbedürfnissen kein Teil der Gleichung sein. Ja, ne? Sag ich auch immer. Nehmen wir den. Ne, weil gelb kriege ich keine Verbindung hin. Nehmen wir den nicht. Nehmen wir den hier. Wobei, ne, dann ist auch gelb auf da unten. Welchen nehmen wir denn da? Da muss ja auch noch nach oben was hin. Geht ja auch nicht so viele. Hier ist einer mit drei und der hier. Andere passen hier ja gar nicht hin. Muss gucken, was in welchen denn da hinkommt. Gibt es noch gelbe? Wobei, es gibt auch eine gelbe Verbindung. Dann nehmen wir den hier. So vielleicht. Und dann nehmen wir den da oben hin. Mal sehen. Nee, passt auch nicht, weil hier muss ja ein grüner hin. Dann. So viel haben wir nicht. Okay, wenn das alles solche Aufgaben sind, werde ich die vielleicht zwischen den Aufnahmen machen, weil diese Minispielchen sind, finde ich fürs Video nicht ganz so spannend, oder? Hier die Sonne. Was ist, wenn ich den hier hinpacke? Habe ich da noch einen grün? Ja. Ich freue mich, Sie wachsen zu sehen. Und hier oben habe ich auch noch einen dafür. Ich kann jetzt den hier hinpacken und den hier oben rein. Wenn das klappt, wachsen diese Pflanzen schneller und tragen mehr Früchte denn je. Ach so, ich muss... Stell dir einmal vor, was Feast mit all dem tun könnte. Ich brauche die hier zwei, hier oben. Ich brauche zwei, die Pflanzen müssen zweimal drin sein. Aber das mit der Sonne war hier eigentlich nicht schlecht. So. Und jetzt muss ich... Ich packe einfach den hier das da oben hin, sodass ich dann... So, jetzt brauche ich den zweiten. Ich brauche ein Haar jetzt drin und dann einmal die Sonne. Dann nehme ich doch jetzt den hier. Dann habe ich hier das Haar drin und kann jetzt hier das zweite Blatt reinpacken. Und dann stimmt es wieder.
Fertig. Okay, ich habe ein paar neue Hybridsamen für Sie gemacht. Muss alles vorbereiten, um die Samen einzusäen. Erstmal Ihr Wasser optimieren. Wasser. Okay, hier vorne. Können wir das aufdrehen? Wasser aufmachen. Oh, ich sollte das flicken. Offenbar mindern mehrere Lecks den Wasserdruck. Ich muss alle finden, damit es läuft. Dieser Wagen. Schieß doch dahin. Auf das Wasserding. Er schießt nicht. Muss man auch noch zielen, wenn er selber nicht zielt. Natürlich. Wäre kontraproduktiv, wenn ich alle Pflanzen ertränken würde. Das war's doch. Oder noch mehr? Gibt es noch mehr Wasserleitungen da unten? Ja, hier. May hatte einen grünen Daumen mit Tomatenpflanzen. Vielleicht habe ich grüne Weben? Was ist das? Gehen die Wasserrohre noch lang. Auf der anderen Seite? Bereite den Fiesgarten vor. Hab ich doch. Es gibt noch irgendwo noch mehr. Ach, da hinten habe ich einen vergessen. Hier hinten. Zwischen den Kisten. Der sagt aber auch nichts. Und ich glaube, das müsste reichen. Jetzt habe ich es. Das war der letzte. Dr. Bin ich noch dabei. Wird sich freuen. Ah. Coole Sprinkleranlagen. Dass Spider-Man geholfen hat. An welchen anderen Projekten die EMS wohl noch tätig ist? Okay, Schnellreise freigeschaltet für hier. Perfekt. Okay. Aber das, ja, diese Mini-Forschungsdinger, dass man da immer diese Gene und so machen muss, ist halt nicht so spannend. Alle, ich werde die alle machen und dann zeige ich euch, was passiert, wenn man damit fertig ist. So, Hauptgeschichte. Wir kümmern uns um die Jäger. Hier ist, da vorne ist noch eine Kiste. Du kannst es dir leisten, deinen Anzug Dings fertig zu machen. Ja, ich kann mir vieles leisten. Und nur weil ich mir vieles leisten kann, heißt es ja nicht, dass ich da auch das machen muss. Ich nehme erstmal hier die Technikteile mit. Dankeschön. Okay, hier auf der Brücke finden wir Hinweise über die Jäger. Keine bösen Jungs hier. Noch nicht. Vielleicht haben sich Miles und Genki geirrt. Ich glaub nicht. Hey, ich bin auf der Brücke. Aber keine Spur von unseren mysteriösen Safari-Piraten. Oh Mann. Und wir waren uns so sicher. Sorry, dass alles umsonst war. Kein Stress. Wir finden sie. Einfach wegschmeißen? Hey. Macht man nicht. Ah, die haben Tarnung aktiviert. Die haben krasse Tarntechnologie, das haben wir ja schon mal gesehen. Als deren Boote da angekommen sind. Okay. Was zum... Wow. Die haben das alles versteckt unter einer Kuppel. Ich dachte, das wäre ein Boot oder ein Schiff von denen, was da hier liegt. Aber die sind hier drin in so einer Tarnkuppel. Krass. Okay. Das Insekt! Arachnid, komm schon! Wie ist etwas an diese Art von Technik gekommen? Ein echter Jäger weiß, wie man sich tarnt. Sag doch einfach, ich weiß es nicht. Knapp den. Ein echter Jäger weiß, wie man sich tarnt. Ja, mit Technologie kann das jeder, ey. Aber in der Wildnis sich zu tarnen ohne Technik, das ist was anderes. Ich wollte erstmal die blöden Drohnen wegmachen. Zieh den runter! Diese Pfeilsalbe! Holy shit. Aber im Ernst! Wohin hat dein Boss Lee und Gargan gebracht? Deine Kriminellen? Nicht weit weg. Sie genießen ihre Freiheit. Das ist gar nicht ominös. Raus hier!
Schießt auf ihn! Einfach ziehen und dann weg mit denen. Hier ist einer der Bootskette. Das sind bestimmt verschiedene Basen, die sie in der ganzen Stadt haben. Damit sie schnell überall hinkommen. Dann können wir wahrscheinlich die verschiedenen Basen von denen ausschalten. Steht er wieder auf? Ja, die steht wieder auf. Okay. Einfach ich sollte mich umsehen. Krass, ey. Was haben wir denn hier? Hier ist eine deren Drohnen. Okay. Vielleicht führt das ja zu Antworten. Das wäre gut. So, Vögelchen. Bring mich zu deinem Nest. Mhm. Das wird mir fehlen, wenn ich bei Emily May bin. Die Stadt ist wie ein einziger Hindernisparcours. Dieser Adrenalinrausch wird nie alt. Aber wirklich zu forschen. Für echtes Geld. Für echtes Geld. Ich habe es endlich geschafft. Ein fester Arbeitsplatz. Okay, beruhig dich, Parker. Du kannst später von all diesen Sachen träumen. Die Drohne Zeit zur Verfolgung. Die Drohne ist einfach gerade durch. Wow! Durch das Schiff gebrettert. Ist eine Railgun? Mhm. Und sie funktioniert? Natürlich funktioniert sie. Die macht auch gut Schaden, wenn sie uns trifft. Gucken, wo die uns hinbringt. Hier sind wir wieder bei der Wall Street hier unten. Das ist das Finanzbezirk. Also der du Finanzbezirk. Du wirst mir nicht entkommen! Wow! Noch ein Tarndingens. Auch auf den Dächern. Nein. Alter. Coole Tarntechnik. Darf ich mir das genauer ansehen? Hey, das heißt kann wohl nein. Ich hätte ins Auge gehen können. Die Schwerter kannst du gleich mal wegpacken. Ich habe jetzt zwei getarnte Orte entdeckt. Ob mein Anzug deren visuelle Frequenzen identifizieren kann? Wo steckt euer Boss? Offenbar nicht hier! Ich will mit ihm über seinen Lebensstil sprechen! Du verdienst seine Beachtung nicht! Und Scorpion schon? Ist klar! Nein, die hat die Schwerter wieder geholt! Du wirst bluten! Ich hab ja nichts gegen Kagen! Ich hab ihn nur schon mehrmals fertig gemacht! Und doch verschonst du ihn? Indem ich ihn nicht töte? Ja, töten ist nicht so mein Ding! Achso, wegen dem Scorpion, ja. Okay, die sind ausgeschaltet. Ist euer Boss. Wenn man die mit den Schwertern entwaffnet. Ich könnte etwas ausprobieren. Wenn man den mit den Schwertern wenn man die entwaffnet, dann sind die gar nicht mehr so gefährlich. Okay, mal sehen. Sorry, Vögelchen. Für mich ist das auch nicht gerade angenehm. Da müsste doch. Yep. Oh, ist das dein Zuhause? Oh! Jetzt kriegen wir die Hand nicht mehr raus. Komm schon, Vögelchen! Lass los! Komm schon! Ich hab diesen Flug nicht gebucht! Oh oh. Netzflügel! Wow, da waren wir ganz schön hoch. Aber nice. Ich schicke den Standort an MJ. Vielleicht findet sie die Grundbucheinträge. Alter, diese Aussicht! Wo geht es jetzt hin? Diese Aussicht, Jungs! Guckt ihr das an! Ist das hier Chinatown? Hey, MJ. Hast du die Standortdaten von mir bekommen? Ja, ein alter Supermarkt. Der Besitzer starb letztes Jahr. Das Gebäude wurde verkauft. Warte. Der Käufer. Ja? Das ist eine Strohfirma, die überall in der Stadt Immobilien kauft. Ganze Blöcke kaufen die. Ich wollte letzten Monat eine Story über sie schreiben, aber das wurde nichts. Jede Person, mit der ich gesprochen habe, ist verschwunden. Mhm. Hey, macht euch mal nützlich. Wir brechen demnächst auf. Wer sind diese Leute? Das finde ich raus. Viel Glück.
Die machen sich also in der ganzen Stadt breit. Leise ausschalten. Und die anderen Jäger? Die Ansätze stehen, geeignete und die Gegner anzuzeigen. Kann losgehen. Was für ein Jagdrevier. Überall kaufen die hier also Immobilien. Wenn du Gegner mit Gefahrensymbolen angreifst, werden Gegner in der Nähe alarmiert. Ach was, wirklich? Ich muss einen weglocken. Locke Gegner an, indem du nahe Oberflächen oder Objekte mit Netzen beschießt, um eine Ablenkung zu erzeugen. Achso, ich soll nach Ablenkung auch noch scannen. Da war was. Lauer Takedown. Nummer 1. So. Kollege ist weg. Ist es dir auch sicher? Bam. Das ging schnell. Wir haben was gefunden? Zwei Dinge. Diese bewaffnete Gruppe nennt sich Jäger. Und sie sprechen mit Akzent. Internationale Söldner? Das war auch mein Gedanke. Könnte gutes Material für deinen Artikel sein. Ich setze mich dran. Danke. Oh, apropos Arbeit. Ich habe Harry zugesagt. Das ist toll. Wir können später feiern, wenn dein aktueller Job erledigt ist. Okay. Unbedingt. Bis dann. Wir reden wieder. Guckt der andere in die Richtung, ne? Ist sicher. Süße Träume. Einfach mal hochgezogen. Okay, jetzt können wir den ausschalten. Beweg dich für einen Takedown hinter einen Gegner. Aber langsam. Echt viel Ausrüstung. Als gäbe es einen Krieg. Den gibt es auch. Ich meine, die haben die ganze Armee dabei und auch noch diese ganzen Panzer und alles, ne? Die haben alles. Und verdammt viel Geld auch. Wand-Takedown. Nice. Zwei Ansätze melden sich nicht mehr. Und die Spinne wurde bei euch gesichtet. Bestien bereit machen. Ja, Craven, sofort. Craven, ist ihr Anführer? Bestien bereit machen, hat er gesagt, oder ist er noch einer? Wo wurdest du rekrutiert? Alaska. Ich habe Wilderer in den Parks gesucht, aber ich war strenger mit ihnen, als meine Chefs wollten. Natürlich. Nach dem sechsten Vorfall wurde ich, wie hieß es noch, beurlaubt. Also habe ich ihr Büro. Gut. Hab mich danach in meiner Wohnung versteckt und auf sie gewartet. Aber dann kam Craven, hat mir eine richtige Jagd angeboten. Und jetzt bin ich hier. Was zum... Ich hab was gehört. Ja, ich auch. Sollte mal nachgucken gehen. Ist zwar sicher, aber... Ah, die wollte den anderen Takedown nehmen. Die an der Wand da... Das sind alle. Die war ja schon weg. Das was sind alle. Was haben sie vor? Hallo? Hallo? Überwachungsvideo des Ansitzes von vorhin. Es gibt wohl noch andere in der ganzen Stadt. Ich schicke das Genki. Er kann bei der Suche sicher helfen. Natürlich. Was jagt Craven? Und warum? Genau. Er sucht einfach die Herausforderung. Er will einfach alles jagen, was schwierig ist zu jagen. Für den Reiz. Den richtigen Geruch. Macht sie hungrig. Mach sie hungrig? Was für Bestien sind denn das jetzt? Hast du auch Hunger? Ich hab Hunger. Eine gute Nacht. Schöne Armbrust. Für mich? Das ist ja lieb. Oh. Okay. Oh, stabil und flexibel. Können wir nutzen? Ich könnte... Neues Spielzeug bauen. Cool. Danke. Dann teste ich mal mein neues Spielzeug.
Halte den zwei gedrückt zum Zielen und dann Dreieck drücken, um Netzleine zu schießen. Ah, wir können uns selber eine Leine machen. Cool. Dann können wir Leute auch von oben ausschalten, ohne dass wir ohne dass wir was suchen müssen. Zum dran rumklettern. Halt, was ist das? Netzline-Takedown. Bessere Ausrüstung als die meisten Armeen. Mhm. Craven muss reich sein. Oder einflussreich. Oder beides. Oder beides. Haben die da Minen? Guck dir das Ding an. Okay, der da ist sicher. Dann... wieder zurück. Ich hab mal gesehen, wie er mit dem Zeug in seinem Beutel einen... Ich mach mir eine Leine. Wenn ich das neue Ding hier schon mal hab. Okay. Vielleicht erstmal die oben ausschalten. So wie den da. Dann wieder auf die Leine rauf. Er kennt nichts als die Jagd. Der hat würdest du dich ein bisschen mehr auf dich selbst konzentrieren? Könntest du auch so stark sein? Vielleicht. Der da wäre sicher. Aber die beiden würde ich auch gerne ausschalten. Kann man mehrere Leinen machen, oder? Auf wen hast du außerhalb von Volgograd gesetzt? Sein Name verdient keine Erwähnung. Volgograd? Ich dachte, seine Jugend wäre ein Vorteil. Und er hat schon immer dort gelebt. Kannte sich perfekt aus. Er gibt Sinn, aber sein Alter wurde ihm zum Verhängnis. Er war ungeduldig. Im Gegensatz zu dem einen, der das nie wird. Ob ein anderer Stimme von Craven herausfordert? Das wäre wirklich dumm. Sieh dich um. Craven hat es in dieser Stadt... Von Freya aus, aus God of War hat die Synchronstimme. Okay, jetzt ist der, aber jetzt sind die ja oben auch alarmiert. Ich dachte, der wäre sicher. Aber die anderen sind zu dicht dran. Wenn sich einer von denen wieder umdrehen würde, oder der. Komm mal, der ist sicher. Lauer Takedown. Perfekt. Wo ist der andere jetzt hin? Das sind die beiden da oben. Hier ist aber keiner mehr. Müsst ihr so zusammen rumstehen? Habt ihr nichts zu tun? Verstanden. Alles klar. Ich guck mal kurz, ob ich eine zweite Leine machen kann. Oh ja. Na guck mal, die ist jetzt hier dran an dem Ding. Geil. Was machst du da? Ich hätte sonst befürchtet, dass die vielleicht verschwindet, die erste, wenn man noch eine macht, aber nö. Wir können hier voll das System bauen. Spinne macht uns fertig. Ja, ne? Jäger, alle zu mir. Hey, nicht hier hoch gucken. Dass die immer noch so zusammen sind. Jetzt schnapp ich mir die. einmal zu weit getrennt von deinen Kollegen, ne? Du bist nichts mehr. Wo ist die hin? Ach so, da. Ist das die letzte? Sicher. Netzstark. Fertig. Okay. Wohin jetzt? Das ist eine sehr gute Frage. Wow! Ah. Jetzt wissen wir. Okay, es sind Fallen. Mit Gift. Nicht sterben! Wo gehen wir hin? Wir gehen Tür. Scheint der einzige Weg zu sein. Ach. Au. Ein Forschungslabor? Sieht aus wie eine Küche. Okay. Feast, Tante May und Mr. Negative auf dem Bild. Also Martin Lee. Tante May war so stolz auf ihre Arbeit bei Feast. Ja. Dann ich hat auch. Lee es ordentlich vermasselt. Leider. Hoffentlich waren nicht alle seine Werke verdorben. Aber hier ist auch eine Maske von Martin Lee, von seinen Leuten. Eine Dämonenmaske. Lees alte Gang mit Superkräften. Hoffentlich macht Craven das mit seinen Jägern nicht nach. Craven untersucht Lees Blut. Vielleicht will er herausfinden, woher seine Superkräfte kommen. Ich denke mal, der untersucht... Selbst an sie gelangen. Na, ich denke mal, der untersucht seine Stärken und Schwächen, damit er weiß, wie man ihn am besten jagen kann.
Was haben wir hier? Halluzinogene. Oh. Vermutlich das Schlimmste an Scorpions Gift. Wenn Kraven sie in seinem Arsenal hat. Oh. Scorpions Gift. Das ist die Tiare Apetahi. Eine der seltensten Blumen der Welt. Mhm. Ihr Extrakt hat ziemlich starke medizinische Eigenschaften. Ich wollte sie vor Jahren als Gegengift gegen Scorpion einsetzen, aber hatte kein Geld für den Flug nach Rayatea. Kraven wohl schon. Ich sag ja, der guckt die Stärken an vom Gegner. Scorpions Stärke ist das Gift. Dann guckt er, was kann ich dagegen tun und baut leicht ein Gegenmittel dagegen. Dr. Farley Stillwell. Seine Genexperimente gaben Scorpion seine Fähigkeiten. Kraven hat gut recherchiert. Okay, Doktor der Molekularbiologie und Biochemie, Dissertation, wie die Neogenetik die Grenzen zwischen Tier und Mensch verschwimmen lässt. Er forscht Genmanipulation an Menschen mittels tierischer DNA, mechanische Biomikrie-Begriffe, Neogenik. Okay, ehemaliger Assistenzprofessor an der Universität. Aber arbeitet jetzt nicht mit Dr. Connors oder so zusammen, ne? Trask, die Firma, die kennen wir ja auch aus dem ersten Teilspiel. JJJ finanzierte Stillwells neues Projekt. J. Jonah Jameson? Der hat da Geld reingebuttert? Wie unhöflich. Okay. Triple J. Und die neue Armbrust. Haben Sie Ihre Waffen an dieser Rüstung getestet? Das sieht aus wie Scorpions Rüstung. Wow. Und kein einziger Kratzer? Ich will auch so eine Fast Rüstung. Eine exakte Nachbildung. Hat sie wohl auf Schwächen überprüft. Bei Scorpion muss man vorsichtig sein. Moment mal. Das ist ein Kratzer. Na, sieh mal einer an. Mhm. Achtung. Hey MJ, ich habe noch einen Namen für dich. Kraven. Er ist hier wohl der Boss und veranstaltet irgendeine Art Jagd. Kraven der Jäger. Richtig. Was jagt er? Auf jeden Fall hat es mit Scorpion und Lee zu tun. Kannst du dir mal diesen Kraven ansehen und Miles darüber Bescheid geben? Schon dabei. Pass auf. Ich hatte befürchtet, Lee wäre ausgepowert, nachdem er so lange gefangen war. Aber Mann. Kann ich die Drohnen eigentlich leise ausschalten? Jetzt hat sie mich gefunden. Da oben! Am Boden! Okay. Das muss ich mal später rausfinden, wie man am besten schleicht, wenn da eine Drohne rumfliegt. Und wie ich dann die Drohne vielleicht so ausschalten kann, dass die anderen das nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, ob man sich da ranschleichen kann an den. Der lebt noch. Nein, Gift! Okay, er steht da selber drin. Boah. Diese Typen, die sich hier an die Wände hängen, ey. Die haben Haken und so, ne? Achtung, die gehen hoch. Boah, ihr geht mir auf den Sack. Immer hier oben verkriechen und dann rumballern, ey. Bin noch unten. Da kommen neue! Runter!
Hoffentlich sind es bald mal alle weg, die oben so rumeiern. Alter, hast du gerade. Bist du nicht mehr ganz frisch im Kopf? Achtung! Na, was für ein Timing. Was ein Timing. Da kommt er gleich gerade angesprungen mit einem Area-Effekt. Und da war ich gerade am Metzeln. Okay. Vielleicht können wir dann in der nächsten Folge nochmal schauen, dass ich diese Drohne irgendwie ausschalte. Weil wenn die Drohne weg ist, die hier immer hin und her fliegt, dann kann ich hier unten ein paar Leute lautlos ausschalten. Ohne dass das Ganze hier wieder eskaliert. Das würde ich so nicht sagen. Also Leute, schauen wir mal in der nächsten Episode. Ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem ein wenig gefallen. Lasst gerne einen Daumen oben da und dann bis zur nächsten Episode von Spider-Man 2 hier bei mir auf dem Kanal. Also danke. Bis dann, ciao.